Доброго вечора. Я з України. Я з України. Мене звати Галя, я сьогодні заспіваю для всіх українців і також для вас, познайомлю вас з піснею «Чорнобривці». Sie heißt Galia und sie singt Чорнобривці. Das heißt eine, ja, ein Stück. Так, я трохи хвилююсь, мені. Sie hat ein bisschen Angst, aber es ist okay. Ja. Sie hat letzte Woche schon gespielt und wir haben das Klavier extra noch schnell stimmen müssen. Das Klavier ist nicht so im tollsten Zustand, wie sonstige Klaviere oft sind. Aber wir sind extrem glücklich, dass Sie und Ihre Schwestern, die Bruder, alle sind da. Ja? Und alles Gute. Als Pianist.
Ist keine Fernsehübertragung. Aber Theo fehlt mit, also wir haben das alles archiviert. Ja. Gestern war der Klavierstimmer da und wollte schon das Teile mitnehmen, habe ich vergessen, heute Konzert und dann nicht heute weg, also am Dienstag kommt nämlich Jules Lieber und Marco der Meier, es kommen jetzt einige Stars noch, aber heute ist unser Star. Heute Kassetten. Thank you.
offen für uns spielen und dass wir sozusagen das Leben hier so gut wie möglich gestalten können, damit sozusagen bald Frieden herrscht. Wie gesagt, wie alt sind? 11 Jahre. Man kann nicht denken, wo ich mit 11 Jahren war. Jetzt kommen wir vielleicht noch zu 17 Jahren aus Litauen, aus Bier. Der Papa. Papa sitzt ganz stolz, arbeitet im Grunde beim Biobäcker Nadlack. Also, wer Bio-Gebäck liebt, muss zum Nadlack kommen. Kennt wahrscheinlich nicht jeder. Ich tue in der Früh immer Semmel liefern und wir arbeiten gemeinsam immer in der Früh schon, damit das frische Gebäck in die Stadt kommt. Und er hat gesagt, meine Tochter spielt Klavier, sehr gut Klavier. Und nichts mehr, der Papa muss bald schlafen gehen, weil ich früh aufstehen muss. Man muss da aufstehen. Papa schlaft schon. Papa schlaft schon. Okay, also der Nachname ist wieder so kompliziert. Sagst du es gleich, der Nachname? Mein Inhalt. So, okay. Auf der sagst du. Also mein Nachname ist Cipaite. Ja. Und ich werde heute 3 Stücke spielen. Ein Prälude von Gershwin, ein Nocturne von Chopin und eine Haydn-Sonate. Thank you.
Studien. Ich weiß es nicht mal genau. Ja. Christian hat gesagt, ich muss erklären. Ich weiß nicht, wie es ist. Ja. Also sag ja, sie sagen, ja. Aber jetzt musst du Мирає квартет. Я не знаю, що вони будуть грати. Я думаю, що це буде якась українська теж музика. Так. Альма Портіч, Анна Безнарчук, Лена Фольда, Діана Томич. Я, Штип. Пам'яті наших героїв, захисників України і також, на жаль, цих численних сотень тисяч мирних жителів, які, на жаль, гинуть сьогодні в Україні. Сюди Я бітте. Es erschien 2014, ja, also du warst in Kiew auf Майдан, du warst überall auch, also zu der Revolution, ja. Und damals ist ein Lied entstanden und jetzt diese Lied als symbolisch und übernahmen von dem jetzt, diese Soldaten und diese friedliche Bürger, was einfach jetzt sterben. Also das ist das Wort. Und bitte noch einen Applaus für die Anna Bernadette, die Stücke für uns
Ich mache jetzt jeden Donnerstag. Am Dienstag ist ein Zwischenkonzert, da kommt der Marco der Meier und Julia Slivas-Bohl mit Basile, ja, Violoncello spielt die noch. Also für die ein bisschen Überblick. Und der Marco kommt wahrscheinlich am Donnerstag noch einmal mit der Sandra Bieres. Ja, also nicht auf Urlaub fahren. Kommt einfach jeden daher. Heute haben wir schon wieder 1300 Euro, also das ist schon groß hin. Thank you.
Thank you.
Dienstag oder Donnerstag oder nächsten Donnerstag. Also wir haben kaum Plakate oder was, aber es wird schon irgendwie gehen. Und das nahm man ein bisschen Biruschka von der Oma, von der Babuschka, von Alexander. Und die Küche, die Pfanne ist gerade kaputt geworden, aber wir haben jetzt auf der Küche weitergekocht. Also, aber es schmeckt super mit der Bio-Qualität und ein bisschen Bier haben wir, ein bisschen Wein. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Spenden, für Anastasia, für Stacy. Sie wird wahrscheinlich hoffentlich für uns öfter spielen. Also sie hat jetzt schon fast eine Konzerttournee, die wir organisiert haben, kann das wäre auf Ukrainisch übersetzen. Was jetzt? Ich rede lieber nicht auf Englisch, aber du. Also am 4. April gibt es am Montag in Villach im Paracelsus-Saal ein großes Konzert. Da wird unser großer Star Viktor Belevchuk, sozusagen, der wird auch einige gute Konzerte spielen müssen für uns. Also wirklich ein Rachmaninoff, ja, als am Klavier, also für meine Begriffe halt, was ich von der Klassik verstehe. Und ein Applaus für alle Künstler, die immer einfach so aus dem Nichts kommen. Danke für die ukrainische, den Namen habe ich wieder vergessen, aber ja, du musst dich unbedingt wieder spielen. Singen, Entschuldigung. Alles Gute.